Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Thema Tempel. Da habe ich ja schon einige Clips drüber gemacht. Jetzt habe ich gestern gefunden ein Video über den Tempel und wie die Juden den Tempel sehen und was das Neue Testament zum Tempel sagt. Da geht es um diverse Themen, auch den Standort des Tempels. Und da spricht ein Pastor Gallup aus Amerika und Zev Porat, ein messianischer Jude und ehemaliger Rabbiner, die sich da sehr gut auskennen. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Das ist, glaube ich, aus 2019, irgendwo Oktober, November 2019. Meine Videos dazu, die sind 2,5 Jahre früher. Aber ich finde das sehr interessant, weil die sind sehr nah am Thema. Die wissen offensichtlich auch nichts von der Wiedergeburt Jerusalems. Aber was sie über den Tempel sagen und was sie über die Wortstudie Tempel Gottes im Neuen Testament sagen, das ist sehr interessant. Und auch das, was sie darüber sagen, dass die Juden in Israel zu einem großen Teil eigentlich überhaupt nicht interessiert sind an einem Tempel, weil die keinen dritten Weltkrieg wollen. Dass dieses ganze Thema dritter Tempel von den rabbinischen Juden gespielt ist, damit sie Geld aus dem Ausland bekommen. Interessant auch, einer der beiden sagt, ich glaube der Zev Porat, dass die 8 Tempel bauen könnten, weil schon so sehr lange gespendet wird für den Tempel. Ich habe gesagt 10. Ob es 8 oder 10 ist, muss man mal gucken. Aber schaut euch das mal an, finde ich sehr interessant. Ich zeige euch einige Ausschnitte aus dem Video. Wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Anschauen. So, ich glaube, das sind 2 Fragen hier. Ist die Klagemauer tatsächlich der Ort, wo der Tempel war? Und die 2. Frage ist, gibt es ernsthafte Diskussionen über den Wiederaufbau des Tempels? Also die 1. Frage, wir müssen das Wort Gottes hierzu befragen. Jesus hat gesagt, dass hier kein Stein auf dem anderen bleibt. Und das bedeutet, dass das nicht die originale Tempelmauer sein kann. Sie wurde wahrscheinlich durch das römische Imperium gebaut. Ist es der Bereich, also wahrscheinlich dieser ganze Tempelbereich, irgendwo dieser Bereich da unten, kann ich mit Sicherheit behaupten, dass das der genaue Ort ist? Nein. Also das beantwortet schon mal diese Frage. Und bezüglich der Frage zum 3. Tempel, soweit wie ich im Wort Gottes sehe, gibt es keine Stelle in der Bibel, die im Kontext fordert, dass ein 3. Tempel gebaut werden müsse. Das heißt nicht, dass die Juden einen 3. Tempel nicht bauen würden. Vielleicht bauen sie den 3. Tempel. Sie könnten den 3. Tempel bauen, aber das hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun oder dass damit der Messias herbeigebracht würde. Okay, das ist ziemlich klar. Und der Grund, warum das immer falsch verstanden wird, ist, dass im Englischen, da liest man das Wort Tempel. Okay, aber da gibt es diesen Gräuel der Verwüstung im 2. Thessalonicher, nein, in Daniel 9. Jesus bezieht sich darauf, auf das, was der Prophet Daniel sagt. Also wenn man das anschaut, dann steht dort, dass es auf den Flügeln des Tempels geschehen würde. Daniel 9, ja. So in Daniel 9 steht, dass das auf dem Flügel des Tempels geschehen würde. Also zunächst mal, das Wort Tempel steht dort gar nicht. Es steht nicht im Hebräischen. Es steht nur auf dem Flügel, okay? Noch etwas, wenn wir eine Wortstudie im Hebräischen machen und im Griechischen, dann siehst du dort 2 Worte für Tempel. Eins ist Hieron und eins ist Naos. Wenn ihr auf Karl Gallups Webseite geht, oben auf dem Banner seht ihr eine ganze Lehrreihe hierüber. Also das könnt ihr tun. Ich ermutige euch, das anzuschauen auf karlgallups.com. Und die ganze Lehrreihe dort anzuschauen, ist eine interessante Wortstudie. Aber was ich sage ist, im Hebräischen gibt es 2 Wörter. Eins ist Mikdash und das andere Wort ist Hechal, so wie Hieron und Naos. Und wenn ihr eine Wortstudie macht, dann findet ihr die ganzen Worte in der Offenbarung. Und mir wurde ein Messstab gegeben, um die wahren Anbeter zu messen. Also zuerst einmal, wer sind die wahren Anbeter? Die Gläubigen. Also es können schon wieder nicht die orthodoxen Juden sein, die diesen Tempel bauen, weil es tatsächliche Anbeter sind. Außerdem ist das Wort, das da genannt wird, ein geistliches Wort. Jesus Jeshua, er sagt seinen Jüngern, ich werde diesen Tempel nach 3 Tagen wieder aufrichten.
Die Pharisäer schauen ihn an und sagen, es hat 46 Jahre gedauert, um diesen Tempel zu bauen. Und du willst ihn in 3 Tagen auferbauen? Aber er sprach über einen geistlichen Tempel und sie sprechen über einen physischen Tempel. Und du kannst das Wort Gottes nicht nur physisch verstehen, du musst es geistlich verstehen. Johannes gibt einen kurzen Einblick da rein, aber ich sage euch, wenn ihr das Wort Gottes studiert und ihr nehmt diese beiden Bibelverse, 2. Thessalonicher 2, Vers 4 und Daniel 9, Offenbarung Kapitel 11, dann seht ihr, dass diese Worte alle geistlich gemeint sind. Und ihr findet auch, dass wenn man möchte, dass der Messias, dass Jesus wiederkommt, denkt kurz darüber nach, wenn ich genügend Geld hätte, um den Tempel zu bauen, und das dazu führt, dass der Messias schneller kommt, heißt das, ich habe die Kontrolle und nicht Gott. Der Einzige, der bestimmt, wann Yeshua zurückkommt, ist Yeshua. Nicht der Bau eines Tempels, nicht der Bau eines Schlosses, nicht der Bau von irgendwas. Das ist die Verwirrung hierüber. Werden die Juden einen dritten Tempel bauen? Vielleicht. Beschleunigt das Kommen des Messias? Nein, das sagt das Wort Gottes nicht. So, das ist die Antwort. Lass mich kurz sagen, er hat meine Webseite erwähnt, karlgallups.com. Wenn ihr dorthin geht, mein Bild ist auf der linken Seite, ihr könnt das nicht verpassen, und rechts davon sind Sliders, Bilder, die immer abwechseln, 10 oder 15. Aber wenn man halb runterscrollt, irgendwo in der Ecke, da gibt es einen, der sagt, ist ein Tempel nötig, ein dritter Tempel für den Antichristen, etc., etc. Und es ist eine Wortstudie, und jedes Mal, wenn das Wort Gottes das Wort Tempel benutzt im Neuen Testament. Und es gibt eine Wortstudie darüber, wo überall das Wort Tempel im Alten Testament verwendet wird, bezüglich des Antichristen und der letzten Tage. Dort könnt ihr sehen, was er gesagt hat und viel, viel, viel mehr. Aber die Sache ist eigentlich die, Bruder Zev und ich sind da durchaus einverstanden. Es wird uns nicht überraschen, wenn die Juden in Israel einen dritten Tempel bauen wollten, denn sie haben Jesus Christus abgelehnt. Sie gehen zu Maleachi und sagen, hier steht, der Herr, den du suchst, kommt plötzlich zu seinem Tempel. Und wer kann das ertragen? Und Maleachi ist das letzte Buch des Alten Testamentes. Und die Juden sehen das und sagen, oh, hey, es gibt keinen Tempel. Wir müssen ihm einen Tempel bauen. Nun, was viele Amerikaner nicht wissen, ist das. Die allergrößte Mehrheit der Juden in Israel wollen überhaupt keinen Tempel. Die allergrößte Mehrheit in Israel will überhaupt nicht, dass der Tempel gebaut wird. Oder es ist ihnen vollkommen egal, ob ein Tempel gebaut wird. Das ist schockierend. Die Leute wissen das nicht. Nicht mal unter den Orthodoxen. Die Orthodoxen sind in viele Gruppen zersplittert wie die Evangelikalen in Amerika. Sie sind sich also genauso uneinig wie wir. Ja, ziemlich. Aber denkt an eines. In einer Sache sind sie einig. Juden zu verfolgen, die an Jesus glauben. Aber das ist wichtig für dein Publikum, das zu hören. Ich meine, was ich sage, ist schockierend. Heute Morgen habe ich zu mir gesagt, die Leute werden sagen, oh, was bist du für ein verrückter Baptistenprediger? Du hast keine Ahnung von dem, was du sagst. Aber hier ist der Mann, der geboren und aufgewachsen ist in Israel. Geboren und aufgewachsen, um ein Rabbiner zu sein. Er bewegt sich in all diesen Zirkeln. Seine ganze Familie steht mit all dem in Verbindung. Er kann bestätigen, was ich sage, und sicherlich wird er mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Das ist unsere gegenseitige Regel. Wenn jemand was Falsches sagt, dann korrigiere es. Wir wollen die Leute nicht absichtlich in die Irre leiten. Aber der Punkt ist der, viele Juden in Israel sind säkular. Sie leben nur in der jüdischen Tradition, weil sie jüdisch aufgewachsen sind, in einer Tradition. Das ist genauso wie bei vielen Christen in Amerika. Sie gehen nur Ostern und Weihnachten in die Kirche. Okay? Viele Juden tun das auch. Sie gehen nur zur Synagoge an Yom Kippur, weil die Familie das tut. Und es gibt ein Fest danach. Und das ist so wie bei Thanksgiving in Amerika. Viele weltliche Juden, denen ist ein Tempel vollkommen egal. Sie wollen lieber gar keinen Tempel, weil sie glauben, wenn wir einen Tempel bauen, dann kommen wir in einen Krieg. Wir kommen in den Krieg mit den ganzen Muslimen. Lasst sie doch ihre Moschee da oben haben. Es ist uns egal. Es ist eine Sehenswürdigkeit. Wir kriegen Geld von den Touristen. Lasst es dabei. Es ist denen egal, okay? Und dann kommst du zu der Gruppe der orthodoxen Juden und die sagen, natürlich wollen wir ihn. Nun, einige wollen das wirklich, aber ein Großteil nicht. Es gibt verschiedene Denominationen. Und dann sagen viele Leute, was ist mit dem Tempelinstitut? Weißt du noch, wir haben eine Geschichte dazu. Ich lasse dich das gleich erzählen, ich will nur noch was fertig machen. Was ist mit dem Tempelinstitut? Das ist groß. Sie sagen immer, wir sammeln Geld. Wir werden den Tempel bauen. Wir haben eine Replik der Menorah. Wir haben die priesterlichen Gewänder. Wir haben alles. Wir wissen sogar, wo die Bundeslade ist. Das wurde uns im Tempelinstitut gesagt. Erinnerst du dich? Wir wissen, wo die Bundeslade ist. Also sie sagen das.
Und dann gehst du zu dieser großen Ausstellung in Israel, du gehst zu diesem großen Museum, du gehst Raum für Raum für Raum hindurch, dann zeigen sie dir diese Dinge. Und die Christen von Amerika kommen, oh, das ist wunderbar, sie werden den Tempel bauen. Das ist eine amerikanische Lehrmeinung. Das ist keine jüdische Lehrmeinung. Und das ist auch keine biblische Lehre. Es schockt die Leute, das zu hören. Wenn ihr euch die Wortstudie anschaut, werdet ihr das sehen. Könnten die Juden anfangen, den Tempel wieder zu bauen? Dann werden die Leute sagen, du, Pastor, du lagst falsch und Seth auch. Nun, wir sagen ja, es würde uns überhaupt nicht überraschen, wenn einige der Juden versuchen, den Tempel wieder zu bauen. Wie letztes Jahr, da brachten sie einen Altar außerhalb der Stadttore und sie hatten dort eine Einweihung. Es waren nicht viele Leute da, aber wisst ihr, sie haben das gemacht. Und das wurde nur für die Christen in Amerika gemacht. Die Juden wussten nicht mal, dass das passierte. Aber das wurde in ganz Amerika beworben. Sie bauen einen Altar. In den Zeitungen, sie haben einen Altar. Die Juden opfern und die ganzen Amerikaner sagten, wow, er lebt in Tel Aviv, er lebt direkt in der Nähe von Jerusalem. Er musste einen Amerikaner fragen, den wir beide kennen, um herauszufinden, wo das alles stattfand. Sie haben es versteckt. Es war in den Nachrichten in Amerika, da war es eine große Sache, aber die Kameras haben nicht gezeigt, dass ungefähr 10 Leute da waren. Nicht ein einziges Anzeichen dafür in Jerusalem. Nirgends, nirgends. Kein Anzeichen für die Einweihung des Altars. Sie wollen nicht, dass die Juden das wissen. Sie haben das live gestreamt für die Vereinigten Staaten von Amerika und für Europa. Das war nicht für die Juden, es war für die Nationen. Lass mich euch erzählen, worum es da ging. Also ich lasse das gleich Seth erzählen. Also Seth und ich, wir gingen zusammen nach Israel. Und wir gingen zum Tempelinstitut. Und Seth und ich haben das, was die Juden Chutzpah nennen. Wir waren ein bisschen dreist, wir waren ein bisschen frech. Wir gingen zum Tempelinstitut und die ganzen Touristen dort, Tausende, und sie sagten, sie bauen den Tempel. Und dann ging Seth zu den beiden Frauen, die dort saßen. Wir wollen gerne mit einem der Chefrabbiner hierüber sprechen. Und sie sagten, well, ich lasse dich das gleich erzählen. Sie sagten, well, wir können den jetzt gerade nicht holen. Seth, sage, was du ihnen gesagt hast und womit du sie herausgefordert hast und was sie geantwortet haben. Okay, erst möchte ich ein paar schockierende Aussagen zu dem dritten Tempel machen. Nummer eins, es gibt genug Geld in Israel, um 8 Tempel zu bauen. Das kommt von Insiderquellen. Er übertreibt nicht. Es ist kein finanzielles Problem. Denkt drüber nach. Wie viele Jahre wurde Geld für den dritten Tempel aus Amerika und von anderen Orten gesammelt? Wie viele Gruppen, wie viele Gemeinden? Milliarden von Dollars. Aber sie sammeln weiter. Geld, Geld, Geld. Mein Punkt ist, du und ich und alle, die wir hier sitzen, haben etwas, was die orthodoxen Juden nicht haben. Und das ist der Heilige Geist. Wenn wir den Heiligen Geist haben, würden wir unser Leben hingeben für das Evangelium, so wie die Bibel das sagt. Amen. Ein jüdischer Rabbiner wird sein Leben nicht hingeben für die Tora. Das ist die Wahrheit. Du wirst nie einen Rabbiner hören, wie er sagt, ich gebe mein Leben für die Tora. So etwas gibt es nicht, aber das sagt uns niemand. Was ist der Punkt? Der Punkt ist, wenn du einen Sack Zement herbringst, hoch auf den Tempelberg, ein Sack Zement, jetzt im Augenblick, nur ein Sack Zement, verursachst du ein weltweites Blutbad, wie die Welt das noch nie gesehen hat. Kein orthodoxer Jude will den Tempel da oben bauen, weil er nicht sterben will, weil das zum Krieg führt. Aber sie haben mitgekriegt, dass die Christen glauben, dass sie eventuell das geistliche Israel sind. Und in ihrer Liebe für Israel wissen sie nicht, wie sie sie ausdrücken sollen. Und sie glauben, durch das Bauen des dritten Tempels würden sie Jesus einen Gefallen tun. Und sie glauben, sie tun den Juden in Israel einen Gefallen, weil sie glauben, alle wollten das, aber sie wollen das nicht. Der größte Teil von ihnen will das nicht. Sie haben also mitgekriegt, das ist ein nie versiegender Geldfluss. Sie sammeln also Geld und Geld für den dritten Tempel und den dritten Tempel. Wir haben etwas im Untergrund, wir haben eine Versammlung, wir haben eine rote Kuh, wir haben die Bundeslade gefunden. Wir wissen, wo sie ist und es wird gesammelt und gesammelt. Und die Christen sagen, es gibt große Gemeinden überall in Amerika, die sammeln Geld und wenn ihr das mal ausrechnet, lasst uns den Tempel bauen, Jesus kommt schneller. Jesus braucht nicht deine Hilfe, um zu kommen. Ich weiß, dass manche Leute heute zuhören und die denken ganz anders darüber und die ärgern sich jetzt über uns. Aber wir sagen euch die Wahrheit aus Israel. Er ist ein Jude, dort geboren und aufgewachsen. Er war in der Rabbinerschule. Sein Vater ist ein Rabbiner, sein Großvater, sein Urgroßvater. Er weiß, worüber er spricht. Und jetzt, hör zu, wir gehen zum Tempelinstitut. Ich wollte ihm das zeigen. Und wir fragten diese junge Frau und wir sagten zu ihnen, das ist, worüber wir mit euch reden wollen. Und sie?
kannten mich nicht, ich bin offensichtlich Amerikaner, ich stehe nur da. Er sprach Englisch und er sprach Englisch mit einem amerikanischen Akzent. So sprechen sie in Israel, so sprechen sie Englisch mit diesem starken Akzent, aber er hat einen amerikanischen Akzent, weil er Englisch in Amerika gelernt hat. Sein Vater war ein großer Rabbiner, der zwischen Amerika und Israel immer hin und her flog. Er lehrte in amerikanischen Schulen, weil sein Vater Schulen und Synagogen geleitet hat. Nun, sein Vater starb in Amerika, als er noch ein Kind war. Er wuchs auf in Amerika. Also meine Muttersprache ist immer noch Hebräisch. Das ist seine Muttersprache. Also wir beiden stehen da. Ich bin dieser große, hässliche Amerikaner. Und hier ist dieser Kerl, aber er spricht mit einem amerikanischen Akzent. Er sprach kein Hebräisch und sie wussten nicht, dass er ein Jude war. Und wir fragten sie, kommen Sie kurz zur Seite. Wie viel Geld braucht ihr, um den Tempel zu bauen und fertigzustellen? Wir geben euch heute eine Spende und wir können das. Sie dachten, wir wären Donald Trumps Milliardäre. Sie wussten das nicht. Wir sind von Amerika, okay? Und ihre Augen wurden groß. Und sie haben gesagt, sie haben den Jackpot geknackt. Und wir sagten, wie viel braucht ihr? Wir schreiben euch einen Scheck, aber wir wollen, dass ihr jetzt anfangt, ihn zu bauen. In den nächsten 3 Monaten, 6 Monaten, müsst ihr anfangen, ihn zu bauen. Was braucht ihr? Wir geben es euch. Oh, wir wissen das nicht genau. Was für ein Scheck, wir wissen es nicht. Aber wir müssen das genau wissen, wir schreiben den Scheck ja aus. Wir müssen wissen, wie viel. Nun, wir wissen es nicht. Und dann sagte sie, aber, da ist noch ein Problem. Und sie sagte, Politik. Und schau dir den Kreis an. Und ich sage, was meinst du? Nun, die Politik, vielleicht können wir nicht den Tempel in 6 Monaten bauen. Und wir sagten, was würde es kosten, die Politik zu ändern? Mehr Geld. Das ist, was sie gesagt hat. Und sie sagte, wieso hilft das? Gebt uns Geld. Und sie sagte, wenn wir mehr Geld hätten, könnten wir die Politiker beeinflussen. Und wir sagen, wie viel Geld braucht das? Und sie sagt, nun, das hängt von den Politikern ab. Siehst du kriegst keine Antwort, weil ich den Geldstrom immer laufen lassen möchte. Ich den Geldstrom immer weiter fließen lassen möchte. Sie haben überhaupt keine Absicht, den Tempel zu bauen. Den dritten Tempel zu bauen. Die meisten Juden wollen keinen Tempel. Das Tempelinstitut ist nur eine Touristenattraktion und es ist interessant. Du lernst viel über den Tempel, du lernst viel über die Teile im Tempel, welche Bedeutung sie hatten und wie sie gebraucht wurden. Aber es ist für die Touristen gebaut. Nur wenige Juden gehen dahin. Sehr wenige Juden gehen dahin und es ist im Zentrum von Jerusalem. Und wie gesagt, wir wären nicht überrascht, wenn die Juden irgendetwas tun, eventuell, aber es ist ganz anders als das, was ihr in den Predigten in Amerika hört. So sehr anders als das, was ihr hört in den Predigten in Amerika. So viel, was ihr in den Predigten in Amerika hört, ist biblisch nicht korrekt. Ist es nicht.